Hi, ich bin France und dies ist Newsbuzz am Freitag. Wir wussten schon immer, dass Geheimdienste nicht die beste Gesellschaft sind, aber jetzt sieht es so aus, als hätte die amerikanische CIA nicht nur Menschen gefoltert, sondern auch vor der Regierung und dem Kongress gelogen. Der amerikanische Senat ist schockiert von den neuen Informationen der Verhörungsmethoden und wollen sie veröffentlichen. Happy Tweeting aus der Türkei. Twitter ist zurück. Ein Denkzettel für Premierminister Erdogan. Bekanntlicherweise liebt er es ja, Dinge zu verbieten. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, dass das Twitter-Verbot die freie Meinungsäußerung verletzen würde. Und um Freitag noch besser zu machen, YouTube ist auch zurück. Und eine Nachricht für die Tech-Geeks. Der erste Satellit, der Teil des teuren und neuen EU-Copernicus-Programms ist, wurde ins All geschossen. Er wird die Oberfläche der Erde abtasten und in den nächsten 5 Jahren werden weitere Satelliten folgen. Sie werden die Erde mit Radaren erfassen. Laut Brüssel werden wir so besser über die Erde Bescheid wissen. Schwimmen ist schwierig genug für die meisten von uns, aber in Georgien hat eine Schwimmerin das Ganze auf eine andere Ebene gebracht. Sie hat einen neuen Rekord im 25 Meter Schwimmen aufgestellt, jedoch waren ihre Hände und Beine zusammengebunden. In nur 22 Sekunden nimmt die Badehose raus. Das war's für heute, mehr Videos gibt's auch auf unserer Webseite, also schaut sie euch an, bis zum nächsten Mal, ciao!